Herzlich willkommen zu diesem Biertest mit Alex und Alex. Grüßt euch. Sehr einfach, zwei Alexe hier am Tisch zu haben, kann ich mir leicht merken, weil ich bin ganz schlecht normalerweise mit Namen. Geht mir genauso. Du bist der Alex von Hoppebräu und was ist deine Funktion bei Hoppebräu? Du, ich bin schon länger mit dabei. Eine wirklich zugeordnete Funktion habe ich aber eigentlich erst seit letztem Jahr. Da habe ich nämlich den Vertrieb und den Außendienst übernommen und leite das Ganze jetzt ein bisschen. Bin aber eigentlich studierter Braumeister und ja, habe anfangs, also seit 2015 beim Markus bei Hoppebräu mit dabei und da so als rechte Hand immer ein bisschen mitgewurschtelt. Ja. Und als dann 2018 die Brauerei gebaut wurde mit eigener Wirtschaft, wurde das Ganze auch ein bisschen professioneller. Man musste sich die Aufgaben ein bisschen besser aufteilen. Und da durfte ich dann die ehrenwerte Aufgabe des Vertrieblers übernehmen. Was haben wir denn da für einen Bierstil vor uns? Also hier in der Flasche, ihr habt es wahrscheinlich, die meisten haben die Flasche vor sich, eine New England Pale Ale, ein Bierstil der IPA-Serie, aber wie man es im Glas sieht, deutlich drüber und der Fokus liegt wirklich nicht auf den Bitterstoffen, sondern auf dem Aroma. Also wir haben ein ganz angenehmes Mundgefühl, ein ganz fruchtiges Aroma und es ist eigentlich wie alle unsere Craft-Biere ein toller Einsteiger in die Welt der New England Pale Ales. Wenn man das Etikett anguckt und ich blende euch das ein, dann seht ihr ja schon, da ist ein ganzer Fruchtkorb drauf. Jetzt die Frage, ist es das, was uns erwarten wird? Probieren wir es einfach mal, oder? Ich würde auch sagen. Prost. Ach, Prost. Ich musste gleich mein Zinken reinhängen, das tue ich nämlich immer. Wahnsinn. Ja, und natürlich haben wir, den ganzen Fruchtkorb, der abgebildet ist, auch wieder hier dann in der Nase. Das riecht. Genau. Also wir geben hier ein paar Ideen mit dem Etikett mit, ja, nach was dieses Bier schmeckt. Jeder hat natürlich auch, also es gibt keine falsche Antwort, jeder hat eine andere Assoziation im Geruch. Aber was wir jetzt persönlich einfach da rausgeschmeckt haben, haben wir jetzt hier auf dem Etikett noch mal ein bisschen verwirklicht. Wie sieht es hopfentechnisch aus? Wir haben im Heißbereich ein Single Hop Kalister und im Kaltbereich, also wir stopfen noch mal mit 2/3 Kalister und geben dann noch mal einen kleinen Schub Citra und Mandarine Bavaria mit, um das Ganze abzurunden. Sauber, also einiges geboten. Ja. Warum ist denn das Bier so milchig? Du, wir haben bei der Malzschüttung, also wir verwenden größtenteils wie in fast allen Bieren eben unser Gersten- und Weizenmalz, haben aber dann auch noch einen Teil an Hafermalz mit dabei. Ja? Und Hafer hat eben diese besondere Eigenschaft, dass wir in der Haptik, in der Wahrnehmung im Mund, einfach, da passiert ganz viel. Es wird deutlich milder, es wird weicher. Jeder, der schon mal so einen Haferbrei probiert hat, weiß, was der Hafer kann. Und wenn man da eben einen kleinen Teil mit ins Bier gibt, hat man diese ganz tolle, weiche, warme Gefühlsentwicklung im Mund. Und dasselbe wollten wir eben auch mit der Trübung widerspiegeln, haben das dementsprechend auch nicht komplett filtriert, sondern lediglich über eine Zentrifuge bearbeitet. Also das kommt jetzt vom Hafermalz eher? Und es also kommt jetzt nicht irgendwie, wie man es vom Weißbier kennt, irgendwie der Hefeanteil. Es spielt alles mit rein. Aber natürlich, die Trübungspartikel sind im größten Teil Hefe- und Eiweißpartikel. Ich habe mir jetzt extra Zeit gelassen, bevor ich den ersten Schluck nehme, weil bei ganz vielen Pale Ales, IPAs ist es so, dass du diesen Fruchtkorb, den hast du in der Nase für ungefähr 10 Sekunden und dann auf einmal ist fast nichts mehr da. Und du findest dann auch nichts mehr im Geschmack. Ich bin jetzt gespannt, ob ich das im Geschmack wiederfinde. Weil viele, also muss ich tatsächlich sagen, bei vielen, vielen IPAs, Pale Ales, da ist die Nase ganz toll und im Geschmack ist plötzlich nichts mehr los. Ich lasse mich mal überraschen. Ich probier's. Ja, ihr seht es, ja. Mir schmeckt es auch. Und ich habe es schon vermutet, dadurch, dass die Nase so lang da ist, das finden wir auch hier im Geschmacksprofil wieder.
eine ganz deutliche Zitrusnote. Das macht das Bier sehr, sehr spritzig und frisch. Also sehr, wirklich sehr erfrischend. Das ist jetzt so ein Sommerding, was man sofort assoziiert, finde ich, durch diese Zitronennote. Dieser Säurecharakter passt da sehr, sehr gut rein. Und du, wie du gesagt hast, das komplette Mundgefühl ist samtig. Und dann kommt erst die Holzigkeit so von der Bitterkanone, die dann anschießt. Aber ihr schafft es tatsächlich, dieses sämige Gefühl im Mundgefühl tatsächlich am Anfang zu haben. Ja. Hey, Alex, danke, dass du da warst. Sehr gerne. Das Bier findet ihr in jedem gut sortierten Getränkehandel, würde ich sagen. Ja, du, wir haben auf der Internetseite einen eigenen Online-Shop. Oh. Und haben einen Bierfinder. Also ihr gebt einfach eure Postleitzahl ein und wir sagen euch, wo der nächste Getränkemarkt ist oder Gastronomie, in dem ihr unser Bier genießen könnt. Einwandfrei. Danke, Alex. Danke, Alex. Viel Spaß, so wie ich, bei dem Bier. Lasst es euch schmecken.